Kurz nach neun, wir sind heute eingeladen. Und damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Wir haben schon Gamescom Tag 3 und wie findest du echt bis jetzt? Bis jetzt? Also ich finde es mega klasse, vor allem wenn man heute bei einer Pressekonferenz dabei sein darf. Mhm. Bin mal gespannt, was da überhaupt alles heute so passiert. Ja, weil es passiert wieder viel. Es ist noch nicht so voll, aber morgen am Samstag wird echt noch voller. Wir sind beide schon gespannt, wie es wird. Aber erstmal müssen wir den Freitag hinter uns bringen. Deine Vorstellungskraft außen vor und nutze sie. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Lass deiner Fantasie freien Lauf und hinterlass einen unauslöschlichen Eindruck in unserer Community. Natürlich Club Koala. Club Koala gehört also unserem Play for Fun Spielestudio und ist gegründet vor dem Hintergrund der Erfahrungen unseres Gründers, unseres CEOs. Er hat früher schon unheimlich gerne gespielt, er war ein leidenschaftlicher Gamer und er mochte auch gerne mit Freunden zusammenspielen. Aber dann bekam er eine Tochter und wollte jetzt auch, dass sie von seinen Kindheitserinnerungen profitieren kann. Also er hat diese wunderbaren Erinnerungen in dieses Spiel eingebaut und er möchte, dass seine Tochter immer jemanden hat, der bei ihr ist und mit ihr auf diese wunderbare Insel gehen kann. Ja, wir waren gerade bei der Pressekonferenz von Koala. Sachen habe ich euch ja mit reingeschnitten. Ich muss das dann alles nochmal genauer bearbeiten, mir anschauen und auch die Sachen, die wir bekommen haben, anschauen. Und jetzt gehen wir erstmal noch einen kleinen Kaffee holen und dann geht es weiter. Erstmal zur Halle 9 und dann etwas zum Essen und dann vielleicht eine leckere Pizza, die wir oder ich letztes Jahr auch schon gegessen habe. Sind wir hier wieder beim LX22 Stand. Ich habe mir gerade noch was zum Trinken geholt, weil wenn man den ganzen Tag spricht, aufnimmt und so sollte man auch mal was trinken. Für dich nachsehen von der Guckmann. Patrick, bevor du dich setzt, kannst du schon mal einen Hut hier ins Publikum hauen. Ich habe geguckt, Patrick hatte eine ganz okay Zeit von 2,27. Ja, wir machen das alles chronologisch, damit wir das auch alles schön zubauen können. Und dann darfst du gerne Kandidat Nummer 2 auf die Bühne. Genau, auch einen Applaus, selbstverständlich. Max und Thorsten. Man muss jetzt für das Publikum ganz kurz eben aufklären. Also wir hatten einen Familiendurchgang, da mussten
die Eltern den ersten Ball aufsetzen und dann durften die Kinder, man muss auch ehrlich sagen, teilweise endlich übernehmen, zumindest aus Sicht der Kinder, die gedacht haben, oh Papa, so schwierig ist das doch eigentlich nicht. Also in der Evolution, da ist es laut auf der Bühne, es ist laut im Publikum. Da ist es allerdings dann so, dass tatsächlich fast ausschließlich diese Farming Simulator Fanbase dann hier alles besetzt. Teams morgen, die müssen nicht Heuballen stapeln. Die müssen nicht Heuballen stapeln, ganz genau, sondern es ist ein 3 gegen 3 Match. Also da spielen die Seiten wirklich gegeneinander. Spiel an sich sein, es kann ja auch eben eine solche Challenge sein. Kann man sich morgen mal die Profis anschauen und dann zu Hause üben. Vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr. Ja, der Basic Challenge mit immerhin 6 guten Leuten. Wir sehen den Druck mit 2 müssen. Ja, aber das war eine ganz klare Taktik. Das war das klare Vorhaben. Ich gehe durch, ich gehe Risiko und dann versuche ich die beiden direkt mitzunehmen. Alles, wir erinnern uns, da war der auch noch. Der war der, der die beiden sehr gut. Und man sieht auch die Nerven, die auch bei alles bleibt. Johannes hat hier ganz starke Probleme mit dem Ball. Und auch bei Sebastian Lies, das ist so 100% so, wie es gesagt hat. Hat gezielt, versucht sich da so seinen Platz zu verschieben. Oh, das sieht gut aus. Und auch in dem Finale. Ziellinie und da ist er drin. 2:06, sehr, sehr gute Zeit. Ich glaube, ich dürfte gleich noch nicht vorzeigen. Ich bin 6 Jahre lang zugeguckt. Ich habe so grob verstanden, wie er sich das vorstellt. Also du gehst gleich nach vorne, hältst deinen Preis nach oben, dann rastet ihr alle völlig aus. Die Wahrheit ist, kein Scheiß, er hat sich hier Ohrstecker für seine Kinder geholt. Ist aber schwer, oder? Ist schon ziemlich schwer, also das habe ich nicht erwartet. Ja. Oh. Richtig ordentlich, aber auch heute haben wir einige so Richtung 2 Minuten gesehen, ganz tolle Leistung. Das war's wirklich. Ich habe noch eine Verabredung. Diejenigen, die damit gemeint sind, die wissen, was Sache ist. Davor circa 2 Minuten war heute hier die Bestzeit von dem Gewinner, der hier gespielt hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir gehen gleich weiter. Ja, die Gamescom ist auch schon am dritten Tag zu Ende. Schade. Aber morgen geht echt weiter. Und das, oder für euch eigentlich schon jetzt ab 9 Uhr, sobald ihr das Video schon euch angeschaut habt, könnt ihr ja sofort rein, weil ihr als Besucher habt ja schon um 9 Uhr Einlass und wir dürfen auch ab 9 Uhr rein. Damit viel Spaß am heutigen Tag, wo die Gamescom dann morgen ist. Und achte noch einen Kurs. Auf jeden Fall bei Giants vorbeischauen und bei den anderen Ausstellern vorbeischauen, beziehungsweise Landwirtschaftssimulator und Astragon. Und wir werden noch sehr viel spannende, tolle YouTuber treffen. Ja. Und habt auf jeden Fall sehr viel Spaß und seien so gut, tut nicht so viel drängen. Ja, nur Spezi.